Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Hechelpartie 7 Days to Die mit überladenen Taschen, wollte ich gerade sagen, mit vollen Taschen, überladen wie immer. Und den ersten paar Zombies, die uns hier auf dem Weg nach Hause auf die Nerven gehen wollen. Na, willst du mal die Chrysantheme hier mitnehmen? Schadet ja jetzt nichts, ne? Wenn wir die dann auch... Ich nehme einfach hier... Da treffe ich, glaube ich, ein bisschen besser als mit der Faust. Wenn wir hier schon so unterwegs sind, ja, zu Fuß, dann können wir auch gleich eigentlich den Kram einsammeln, der sich hier so befindet, der uns nützen könnte. Alter, drei Eier in einem Vogelnest. Läuft bei uns. Ne, immer noch kein Mining-Helm. Ich bin überladen und mal wieder durstig. Wir können ja jetzt Samen herstellen. Das ist sehr gut, auch gerade hier für die Chrysanthemen und sowas. Und den Goldruten-Tee, um uns welchen zu machen. Wobei es ja gehopst wie gesprungen ist, glaube ich. Ne? Ob man jetzt Chrysantheme oder Goldrute nimmt, das eine ist rot, das andere ist gelb. Vom Tee her. Oh, muss repariert werden, ja hier. Dann reparier doch mal. Na. Also die Hitbox dieses Spiels ist manchmal echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. So, das Steinchen hier noch mit. Ach so, die Tante da drüben. Wo geht's denn nach Hause? Da lang. Ich laufe gerade übrigens, nur falls es euch in den Fingern juckt, zu fragen, warum ich denn so langsam unterwegs bin. Komm, ein Teechen. Das Steinchen hier noch. Und hier ist das nächste Feld, das wir wieder ein bisschen abernten können. Weil alles, was wir hier am Rande der Straße und keine Ahnung wo mitnehmen, brauchen wir uns hinterher nicht selber anpflanzen, beziehungsweise hilft uns ja dann, weil wir ja nur mit vier Samen, mit vier Pflanzenteilen einen Samen herstellen können, desto weniger, desto besser ist es ja dann, wenn wir viel davon haben, dann können wir auch mehrere von den Samen herstellen und so, ihr wisst, was ich meine. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, alles was rumsteht, kann man auch mitnehmen. Dann ist zwar die schöne Blumenpracht hier am Straßenrand Geschichte, aber das hier ist ein Survival-Game und nicht Gartensimulator. Letzte Mal, Dankeschön. So, diesen Weg geht's nach Hause, aber nehme ich bitte hier drüben nochmal kurz die Chrissy mit. Und die Route, die goldene. Und den hässlichen Baum. So. Da ist aber einer außer Atem hier. Chrysanthemen. Rezepte, Chrysantheme. Das sind Samen, ne? Ja. Wie viel kriegen wir hin? 14. Machen wir mal. Ruhig 10. Einfach, weil es geht. Was ist mit dir, du Tanne? Wo ist sie denn? Ach, hier. Ach, sind zwei Bäume, die hier ineinander migriert sind, oder was? Solange wir hier dieses komische Journal noch gelesen haben, müsste sich das ja auch verändern hier.
dass wir den ein bisschen schneller wegkriegen als wie sonst. Komm, fall um. Hier ist noch so ein nerviger Sichtbehinderungsbaum. Ja, klar, das muss ja jetzt passieren, ne? Reparier das mal, schmeiß das mal weg, hau das mal um. Das Ding will ich jetzt auch nicht mit mir rumschleppen. So, wo geht's nach Hause? Da lang. Achso, ich bin noch in der Hocke. Ich dachte schon, ich bin zwar langsam unterwegs, aber so langsam. Und wie gut, dass ich ja beim vorletzten Mal noch Punkte in Packesel investiert habe. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich noch langsamer unterwegs. Hoppala. Willst du mal bitte federn? Weißt du, wenn der Händler wenigstens in großem Maßstabe und für einigermaßen verwendbares Geld, oh, das ist ein muffiger Rucksack, das ist ein Stein, Federn kaufen würde. Uiuiuiuiui. Aber nein, tut er ja nicht. So, jetzt bin ich wirklich maßlos überladen. Da oben steht ein Zombie rum. Jetzt könnte ich wahrscheinlich, ja, das doppelte Ernten. Lucky Looter, hier kriege ich mehr mit der Ranch raus. Lucky Looter könnte ich sowieso nicht, weil da müsste ich hier noch was reinstecken. Hier kann ich schneller herstellen. Oh, müsste ich sowieso, um dann hier weiterzukommen. Achso, dafür brauche ich 2 Punkte. Okay. Nee, dann kaufe ich erstmal die Dinge, die ich mit einem Punkt kaufen kann. Damit wir später beim Hacken ein bisschen mehr Schaden hoffentlich machen. Wobei ich hätte in Packesel gehen sollen. Aber ob mir das jetzt hier so viel gebracht hätte, weiß ich auch nicht. Federn. Immer wieder diese Federn. Oh nein, jetzt bin ich mitten. Oh. Dieser Berg, ne? Da müssten wir uns vielleicht auch mal. Vielleicht, wenn wir einen Bohrer haben oder sowas, uns einfach mal straight durch den Bergentunnel graben, damit wir eben nicht ständig außen rumlaufen müssen, weil das ist schon ätzend. Sehr ätzend. Das ist genauso ätzend. Ich muss jetzt einen Umweg gehen, obwohl, oder beziehungsweise gerade, ne, noch voll beladen. Das heißt, ich bin ja sowieso schon langsam unterwegs und muss dazu noch einen Umweg gehen, weil ich diesen Berg hier ausweichen möchte. Und so viel Ausdauer habe ich auch nicht. Wie sieht es denn essenstechnisch aus? Warte mal. Wir haben ja genug dabei. Dann würde ich mir das, glaube ich, mal kurz reinpfeifen, um die Grundausdauer wieder hochzubringen.
damit wir da einfach mehr zur Verfügung haben. Aber wir haben immer noch kein Schneebiom gefunden, wir haben immer noch kein Wüstenbiom gefunden. Gut, wir haben auch noch nicht so viel Neues entdeckt. Wir haben immer noch kein Acid, leider. So kann ich mir immer noch kein Fahrrad bauen. Wobei ihr ja auch schon gesagt habt, ah, Fahrrad, Nikom, lass mal, mach lieber Minibike. Ja, verstehe ich. Minibike ist schneller, obwohl, nee, nicht schneller, nicht als ein Fahrrad, aber Minibike geht nicht auf die Ausdauer und ich kann, glaube ich, mehr mitnehmen. Ja, aber bis dahin ist halt eben noch so ein weiter Weg. Wenn ich ja noch nicht mal das Fahrrad hinkriege, wie soll es denn dann mit dem Minibike klappen? So, was ist hier los? Oh! Horde oder Kreischerin? Die ist dann wohl despawned. Entweder war ich zu weit weg. Oder ich weiß es nicht. Merkwürdig, merkwürdig. Was hätte die denn für... Die hat immerhin 2500 HP, die Tür. Huch, da ist es auch schon wieder spät. So schnell geht das. Das wäre es noch, wenn man voll beladen nicht mehr so hoch springen kann und man käme dann da nicht rauf. So, hier oben irgendjemand, den ich hier nicht haben will. Nicht, dass die sich hier irgendwie warum auch immer raufgebackt hat oder sowas. Nee, dann ist gut. So, wir könnten hier nochmal ein bisschen rumgärtnern dann gleich. Ich muss erstmal muss ich hier Dosen loswerden. Und auch sowas hier. Maismehl kann da auch rein. Das schimmelige Brot habe ich da nicht drin, aber das verrottende Fleisch. Eier, ja, immerhin 9. Jetzt haben wir wieder 14. Können uns also wieder ein bisschen was zu essen machen. Hier, guck mal, geil. Das gefällt mir hier. Ach, Mist, die Maiskolben hätten wir noch gehabt. Gehen wir erstmal in die Getränkekiste und hauen da mal den Getränkekram weg. Da muss ich gleich nochmal ran, weil ich ja dann Samen von draußen mit herstellen will, zumindest vom Mais, ne? Aber dann gehen wir jetzt mal in die Zeugkiste, weil hier kann das Zeugs rein. Obwohl, nee, das ist ja in der Klamottenkiste. Dann haben wir die Technikkiste, da hätten wir hier so ein Krams drin und auch sowas. Kleber ist hier drin. Hier hätten wir Nitrat. Wo ich das eigentlich her? Ach, her aus dem. Ja. Ich weiß wieder. In Zeug kommen doch noch die Knochen rein. Junge. So, dann haben wir Kleidungsstoff. Was habe ich gerade für Schuhe an? Die gleichen. Was bringen die mir? 45. Okay, dann kann ich die verticken. Das gleiche gilt für das hier. Das Ding hier. Die Waffe habe ich die schon, glaube ich, nicht, ne? Zerlegen, nein. Was bringt die mir? 7. Nee, komm, die tue ich jetzt erstmal da rein. Hier haben wir noch ein bisschen Händlerkrams. So. Die Gläser wollte ich eigentlich noch mal, also auch eigentlich nochmal voll gemacht haben, aber schade, Pech. So, Rezepte. Corn Seed. Kriege ich 11 bei hin, machen wir 10 Stück. Kommt das hier wieder zurück? Hätte ich noch irgendwas? Kartoffeln. Rezepte, Kartoffelsamen. Nee, nicht 7. Oder was ist das? Ach doch, kann nur 7. Ja gut, dann machen wir 7. Nee, dann machen wir 7, 8, 9, 10. Ja. So, damit wir mal jetzt hier so ein bisschen was an Kram kriegen. Wobei hier, ne, Yuccafrucht wäre mir noch lieber, aber das kriegen wir ja. Habe ich hier noch unter Zeug vielleicht. Erde? Nee. Ja, nee. Nicht so richtig Erde.
Nein, das möchte ich nicht unbedingt. Dankeschön. Die Ho bräuchte ich einmal. Das kommt mal kurz. Nein. Ich wollte das doch nur ins Inventar packen, du Trottel. Hier hätte ich jetzt nämlich gerne noch Rezepte. Waldboden. 9. Das ist nicht viel. Das heißt, wir brauchen über kurz oder lang da auch wieder Lehm. Na super. Es hört und hört nicht auf hier. Gut, Waldboden. Ich würde jetzt einfach hier vorne ansetzen. Und das, Hoppala. Ich nehme die jetzt einfach nochmal wieder auf, hier die Dinger, damit wir die neu platzieren können. Was ist hier zwischen irgendwas? Ne, hier ist ein Korn. Achso, das ist nur Erde, die ich noch nicht gehoed habe. Na toll. Ich dachte, wir kriegen die Reihe hier voll, aber das war ja dann nichts. Hier drüben habe ich doch, glaube ich, auch noch irgendwo was vergessen. Ne? Ja, hier. Ah. Jetzt fertig hier, oder was? Gut. Obwohl, da ist er noch zweimal. Ja, kriegen wir auch noch voll hier. Na, willst du mal bitte hier vor dich hinhauen? Es dauert immer, bis sie reagiert. So. Dann nehmen wir uns mal den Mais und machen hier so einen kleinen Sichtschutz. Das sieht, finde ich, von unten immer ganz, ganz schick und ganz cool aus, wenn da, wenn man sich dem Haus hier nähert und oben guckt dann der Mais so in so einer Parade übers Dach. Das finde ich schick. So. Das war das. Dann hätten wir hier noch den Yucca-Samen. Der kommt doch hier vorne an die Ecke. Da haben wir noch die Toffeln. Die werde ich dann jetzt einfach mal hier direkt so nebeneinander reinklöppeln. Passt ja wie Faust aufs Auge. Die Chrissis. Ist auch geil, ne? Man kann es nur setzen, wenn man da zu nah dran ist, aber wenn man zu nah dran ist, dann kann man es wiederum nicht setzen. So, hier vorne hätte ich jetzt gerne die Pilze hin, auch wenn es ein bisschen weird aussieht, aber gut, dann ist das so. Und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, alles gepflanzt, was wir, nee, ein Chrysanthemensamen hätten wir noch gehabt. Ja gut, schade, Pech. Ist dann jetzt so. Und dann gibt das hier noch das Thumbnail vielleicht, gucken wir mal. Nee, wenn, dann müsste ich ja aus Blickrichtung hier. So, damit da schön Licht drauf ist. Ich werfe keinen Schatten, ne? Oder? Nee, merkwürdig. Aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So. Wunderbar. Da haben wir den Garten auch soweit wieder vollständig. Das freut mich sehr. Die Lilith. Aua. Möchte ich jetzt, weil die Klappen, was ist denn die, das ist ja die hier, ist das die höchste Stufe? Ja, hat 1000 und was kommt danach, müsste ja, glaube ich, schon die Dingensbummens kommen, ne, hier die U-Boot-Luke, sage ich jetzt mal. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich dann irgendwen höre ich doch da draußen. Hier ist für Samen nochmal. Ist das eine Wanderhorde oder sind die einfach nur so hier unterwegs und nerven mich? Also ich glaube, ich möchte die Tür auch
obwohl ich dieses Luken-Konzept sehr toll finde, ist die Tür, hat die Tür natürlich dann doch irgendwie mehr HP als mit den Luken. Von daher möchte ich, glaube ich, erstmal dann außenrum mit Rebar-Frames gehen, na, wie heißen sie doch gleich? Bist du jetzt mal tot? Dankeschön. Erreiche ich den von hier aus? Nee. Naja, dann nicht. Möchte ich hier erstmal irgendwie mit Eisenbars drumherum gehen. Um dann von da oben runterschießen zu können und sowas. Um halt eben hier jetzt, ne, reagieren zu können und so. Weil ich finde die Tür, also das Konzept, fand ich sehr cool. Ne, hier zwei Klappen rein, eine öffnet nach oben, eine öffnet nach unten. Dann kann man die obere öffnen, kann da durchschlagen und so, ne? Aber diese Tür hier hat immerhin 2500 HP. Das ist ein Müh mehr als dann die 2000, die dann die beiden Klappen hätten. Wenn sie denn repariert ist, das werde ich jetzt mal tun. Ich könnte mir das Konzept für die rückwärtige Tür ganz gut vorstellen. Hoppala, komm mal zu. Geschmiedet. Nehmen wir das mal mit. Und dann würde ich hier gerne nochmal wieder... Hallo, würdest du mal bitte nach unten gehen? Bevor dann heute Abend wieder... Oder man kann hier links und rechts daneben diese Klappen einsetzen. In die Wand vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Ist jetzt mal repariert hier. Oder geht sogar noch eine Stufe. Ach, mehr. Oh, ich habe quasi mein ganzes Forged Iron verballert. Na, Prost, Mahlzeit. So, wieder rauf. Klappe zu. Einschmelzen. Haben wir nur noch Bleigedöns. Okay. Tools, 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 Tools. Hier ist Werkzeuge. Da kann das nämlich wieder rein. Die Knochenklinge kommt mal nach hier unten. Und hier hätte ich jetzt gerne geschmiedetes Eisen rausgezogen. Wie viel kriege ich hin? 300? Nee, das ist mir zu viel. Ich mache mal nochmal, weil wir sie brauchen werden. 30. Also hier 30. Nein, 30. Und gleichzeitig noch Eisenstangen. 32 kriegen wir hin. Ja gut, dann ist das jetzt so. Das Eisen ist es, was fehlt. Aber dann können wir die mal außen rum setzen und dann gucken wir einfach mal. Aber diese Folge ist schon wieder vorbei. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns alle in der nächsten Folge und der nächsten Aufnahmesession wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!